Hallo, hallo. Das erste Match habe ich schon gespielt. Währenddessen ist aber das Programm einmal abgestürzt und die Aufnahmequalität war total furchtbar. Ganz viele Bildstörungen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder am Programm. Ich habe bei dem Aufnahmeprogramm, was ich verwende, noch mal ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt. Ich kenne mich halt null aus damit. Ist alles noch in der Testphase hier. Ich habe in dem Video kurz das Deck nochmal runtergecuttet auf 40 Karten, weil ja, so lustig das ist mit 60 Karten und das wäre auf jeden Fall ein gutes Deck immer noch auf 60 Karten, wollte ich doch also sagen, hier geht es um die beste Strategie und wie gesagt, gerade bei einem Deck, was jetzt nicht nur einfach ein paar gute Karten drin hat, sondern ein paar Synergien sucht oder mit ein paar Synergien am besten performt, ist es doch vernünftig, das auf 40 Karten runterzubrechen, um die einfach konsistenter zu ziehen. Das ist jetzt die finale Version. Und ja, wie gesagt, schade um die erste Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie im Nachhinein noch reparieren kann oder so. Aber kann, wie gesagt, auch einfach ein Problem vom Programm sein, weil das gerade nochmal so ein großes Update runtergeladen hat. Da ich aber eigentlich eine Bildschirmaufnahme mache und nicht von dem Programm die Aufnahme praktisch einspeise, würde ich jetzt sagen, es liegt an meiner Aufnahme, aber ich habe keine Ahnung. Wirklich absolut planlos, was das Ganze angeht. Ich habe ja auch nicht die optimale Videoqualität, ist mir klar. Ich nehme das mit meinem ollen Laptop auf und ja, machen wir das Beste draus. Mir persönlich, ich meine, ich genieße es auch, wenn die Karten gut aussehen, wenn das Webcam-Video dann vielleicht auch noch anständig ist und so, aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht höchste Priorität. Höchste Priorität ist, über die Spielzüge zu reden, über die Karten zu reden, die Strategie auszuloten. Und das ist auch der Sinn und Zweck davon, dass ich die Videos hochlade. Also wie gesagt, ich würde gerne bessere Videoqualität liefern können, aber in erster Linie möchte ich eine gute Strategie liefern. Das letzte Deck, gegen das wir gespielt haben, war ein Multicolor Gates Deck, was irgendwie ein paar Runden lang nichts gemacht hat und dann Gates Ablaze abgefeuert hat, während wir zwei Imperious Oligarch draußen hatten. Und ja, das war dann nicht so effektiv. Ne. Sehr schnell verloren gegen uns. Das sieht super aus. Hero of Precinct One raus, dann Imperious Oligarch, dann Bankrupt in Blood. Vielleicht auch Noxious Grudion in der nächsten Runde, aber sieht natürlich super aus, den Hero rauszuholen, den Oligarch direkt schon mal einen Token zu bekommen. Und das dann opfern zu können für Bankrupt in Blood. Aber wir haben ja Zeit dafür. Das brauchen wir dann ja erst, um unsere Hand wieder aufzuladen. Schade, kein Blade Juggler in Runde 3, denn hier werden wir auf keinen Fall angreifen. Denk mal, hier ist der Oligarch geboten, obwohl es weniger Mana effektiv ist. Noxious Grudion kann nachher diesen Bamphit, den wir vom Gegner gesehen haben, tot blocken. Und wir wollen schön breites Board aufbauen gegen den Gegner. Ja. Jetzt können wir direkt schon mal zwei Kreaturen opfern, um drei Karten zu ziehen. Scheint mir hier nicht nötig zu sein. Können gerne noch angreifen. Will ich mit dem Hero angreifen? Der wird auf jeden Fall geblockt vom Wayfinder und sonst vermutlich nix. Da scheint es mir sinnvoller, das Board weiter auszubauen. Und Imperious Oligarch hat einen Angriff. Wird jetzt vielleicht von Wayfinder geblockt, damit der Gegner einfach denkt sich vielleicht auch, er will ein bisschen weniger Schaden nehmen, will uns ausbremsen.
Aber das ist kein so großes Problem mit unserem Deck, wenn wir ausgebremst werden. Da wir so hervorragend grinden können und so viel bekommen können. So. Jetzt ist der Plan auf jeden Fall, erst Vindictive Vampire herauszubekommen. Ja. Mach ruhig viel Mana, das stört mich nicht. Ich kann ja immer noch angreifen. Aber erst Vindictive Vampire raus. Angriff. Und den Gegner schön langsam zu Tode drainen. Kein fünftes Mana vom Gegner. Das ist eine Situation, die wir jetzt ausnutzen sollten. Ich würde sagen, Grasping Thrall raus. Frisst halt vielleicht einen Counter. Das ist so die Sache. Ansonsten würde ich es lieber machen, einfach um nochmal Hero zu triggern und dann vielleicht auch einfach mit dem Hero selber anzugreifen. Ein Frilled Mystic ist natürlich super hier. Aber gegen unser massives Value wird das trotzdem schwierig werden für den Gegner. Ich glaube, wir wollen hier auf Value gehen, weil selbst wenn der Gegner jetzt ein paar große Sachen machen kann, ja, scheint ein gutes Deck vom Gegner zu sein. Aber wir bekommen hier unser Afterlife, wir bekommen unser Sacrifice Fodder. Wir haben kein Problem damit, ein bisschen länger zu brauchen. Ja, kann ich halt am Boden nicht angreifen, aber was soll's. Final Payment ist super für später. Hier würde ich jetzt gerne erstmal Bankrupt in Blood einsetzen. Dead Revels geht später auch noch. Wir wollen ja einfach auf maximales Value gehen. Da habe ich einfach richtig Bock drauf. Und wir pingen den Gegner nochmal schön weiter währenddessen. So, jetzt könnten wir Dead Revels spielen, um direkt mal zwei Kreaturen zurückzubekommen. Oder noch einen Blade Juggler raus. Ich denke mal, Dead Revels und Final Payment dann offen lassen und Blade Brand hört sich ganz hervorragend an. Noch mehr Value. Ich glaube, die K. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hier richtig ist. Ist alles ziemlich krankes Value, ehrlich gesagt. Und ja, der Gegner hat ein paar große Kreaturen, aber sei es drum. Kann uns gerne auch für viel angreifen. Solange er den Vindictive Vampire nicht so leicht töten kann, bringt uns das nur Vorteile. Ja. Gegner denkt sich, dass er jetzt angreifen muss. Ist auch irgendwie nachvollziehbar. Aber wie gesagt, auch viel Schaden ist uns egal. Wir nehmen 10 hier und haben eigentlich kein Problem damit. Wir können auch einfach Jump blocken. Macht mir auch nicht so viel aus. Das kommt uns ja, wie gesagt, eigentlich nur zugute. Hier nehmen wir jetzt genauso viel Schaden wie der Gegner und bekommen die Lebenspunkte wieder dazu, die wir abgezogen bekommen haben. Da muss der Gegner jetzt eben mit großen Kreaturen hinterherballern, um sich zu helfen. Okay, Final Payment. Wäre hier cool, der Gegner ist ausgetappt. Ja. Du, your go, ne? Kein Problem.
Kein Problem für uns. Ja. Stress mal nicht so rum hier. Noxious Grudion raus. Und wir haben ja überhaupt kein Problem, hier ein bisschen defensiv zu spielen. Der Gegner hat noch ein Mana offen. Da kann auch der Vindictive eigentlich angreifen. Und das hilft uns ja auch eigentlich. Nur mit dem werden wir nämlich nicht jumpen. Das sieht mir nach dem richtigen Angriff aus. Ist okay. Wird sowieso nicht jumpen. Und dass wir jetzt hier, dass es uns nicht mal stört, dass wir 5 Leben bezahlen, das ist einfach nur richtig krass. Wir sollten es natürlich nicht übertreiben mit dem, wir sollten natürlich trotzdem gut nachdenken, auch wenn wir hier im Vorteil zu sein scheinen noch. Aber irgendwie, wie gesagt, Jump Blocken macht uns ja gar nichts aus. Und hier können wir auch einen Spirit und den traden gegen einen Sorrowform Hybrid. Das gefällt mir doch ganz hervorragend. 6-6er vom Board runter. Gegner hat kein Mana offen. Und wird hier einfach langsam zu Tode gedrained. Angriff für 2 mit dem Hero. Ach, der Gegner hat schon gar keine Lust mehr. Ja, ich kann es irgendwie verstehen. Das ist wirklich ekelhaft. Einfach nur widerlich. Schön schwarz. Der Gegner ist empört und angewidert. Naja, was soll er machen? Strategische Entscheidungen, die hier. Also, es schien fast so, als wäre es gar nicht so wichtig gewesen, jetzt, also ob ich zum Beispiel im Final Payment eine Kreatur opfere oder Leben. Aber was natürlich dazu zu sagen ist, dass, wenn man Leben bezahlen kann, dann sollte man das machen. Zwar vielleicht ein bisschen voreilig, weil wir nicht wussten, wie viele große Kreaturen und vielleicht, ob er noch ein paar Trampler raushauen kann. So ein Trollbred Guardian wäre eventuell ein Problem geworden, wenn er seinen Sorrow vom Hybrid noch hätte adapten können. Also ich denke, der etwas vorherige Angriff mit dem Sorrow vom Hybrid, als er keinen Mana offen hatte, um ihn zu adapten, in unsere 2-1-1er Reihen, die wir gerne, super gerne traden, weil es uns noch 2 Lebenspunkte dazu gibt und den Gegner traint. Ich denke, das war eine falsche Entscheidung von ihm, aber es ist natürlich wirklich schwierig, in der Position vom Gegner zu entscheiden, was man macht, wenn man nicht mal, wenn man halt auch vielleicht keinen Trollpad Guardian oder Flieger oder irgendwas hat. Sowas hätte der Gegner halt gebraucht. Aber einfach nur mit dicken Kreaturen auf dem Boden, konnte unser Deck jetzt ganz hervorragend fertig werden und von daher war das ein recht leichter Sieg für uns.